Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paragon mit Shiro von diesem Kanal. Jo, hey, was geht? Ja, ich spiele heute Sparrow, Airline Bellica. Wir spielen gegen Spieler. Mal Altbewährte gucken, Kombo hier. ob ich nerven kann. Ach ja, was mir übrigens aufgefallen ist, was ich ja jetzt hier schon sagen darf. In dem Sparrow-Video, das was gestern rauskam, Ja. da, wo du einfach mal übelst die Anmod verkackt hast. Das hast du vergessen zu schneiden, ne? Da musst du dich mal gönnen. Das ist Ja, richtig ich habe es lustig. halt direkt hochgeladen. Ich habe da nicht mehr daran gedacht, dass ich noch was schneiden wollte. Ey, wir haben hier Iggy und Scorch. Als. Na gut, haben wir. Und wen haben wir Oh, noch? und. Und der Murdoch. Den kleinen Schlängel. Das heißt, Murdoch fokussen. Oder Iggy und Scorch, weil die sind beide sehr nervig. Also Murdoch brauchen wir, glaube ich, erst später fokussen. Ich glaube, Iggy und Scorch Ja. macht im Early viel mehr Schaden. Und ist besonders Ja, nerviger. denke ich auch. Alter, seine Fähigkeit nervt mich jetzt schon. Aber Eagle und Scratch hat kaum noch Mana. Also ziemlich einen hohen Ja, ich habe Mana-Verbrauch erst jetzt mein anscheinend. erstes Minion bekommen. Weil ich halt nicht ran kann oder kaum was sehe, deswegen. Der wirft aber auch permanent diese Scheiß-Dinge hier. Ja klar, kann er ja machen, um uns einfach nur zu nerven. So, ich mache mal hier meinen Langstreckenschuss. Oh fuck. Huiuiuiui. Schade, dass die Minions den Oh komischen Gott, danke. Flammenwerfer nicht auch angreifen. Ja, das müsste sein, ich mal reinpatchen. Weil ich finde eigentlich, das ist halt schon ziemlich OP, wenn du irgendwas einfach platzieren kannst, was deine Minions nicht angreifen, aber was deine Minions permanent attackiert. Ja, stimmt. Aber wie gerne ich jetzt meine Ulti hätte, ne? Haben wir einen Jungler? Nee. Das weiß ich nicht. Sonst hätte ich jetzt nach Hilfe gepinkt. Um Hilfe, nicht Nachhilfe. Obwohl, kann man auch Nachhilfe sagen? Ich kann mir überlegen. Nee, glaube ich nicht. Also ich würde es auf jeden Fall nicht so sein. Sonst hätte Ja, ich ich um bin mir jetzt halt auch Nachhilfe nicht. Ich gepinkt. bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob Nachhilfe. Also, du kannst ja, glaube ich, Nachhilfe und du kannst auch um Hilfe pingen. Ja, ich glaube, das kommt drauf an, in welchem Kontext du das dann benutzt. Aber ich Also, glaube, in diesem langsam sind seine Kontext wäre Terrors um halt Hilfe besser schlecht. gewesen. Ja. Aber er kriegt ja die ganze Mana, um sich diesen ganzen Scheiß hier zu droppen. Der hat doch gar keine mehr. Wie kann er denn immer noch die Kacke hier droppen? Ja, er wartet halt und droppt dann direkt. Ich bin zum Beispiel noch bei Vollmana, genauso wie Murdoch. Ja, ich verbrauch's relativ. Aber der Typ hier, Iggy und Scorch, der hat ganz schön gut aus dem Maul bekommen. Sehr offensiv. Ja, aber hält uns zum Beispiel auch ziemlich weit hinten, muss man dazu auch mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja wirklich nur der, der uns so weit hinten hält. Das hat mich gerade attackiert. Ich habe durch irgendwas Schaden bekommen, aber ich weiß nicht durch was. Das ist natürlich jetzt gut, dass ich diese Drohne habe. Weil wenn er jetzt seine Dinger droppt, dann kriegt er Schaden dafür. Ach, geht das auch, wenn seine Teile einfach nur drin stehen oder muss er selber auch drin sein? Also er muss in dem Umfeld sein, das diese Drohne erfasst, auf jeden Fall. Okay. Mana niedrig, scheiße.
habe immer noch volles Mana. Ja. Haben die eigentlich einen Jungler? Das wäre jetzt eigentlich ziemlich gut zu wissen. Das wäre Nee, haben sie nicht, haben sie nicht. ein ja Die sehen. haben auch eine Doppel-Top-Lane. Ah. Ich habe 7 Karten machen, ne? Wie viel hast du? Ich, 6. Das ist, glaube ich, ein Startgegenstand weniger, oder? Ja. Scheiß eigentlich immer so ziemlich drauf. Oh. Das Problem ist, ich glaube, wenn wir jetzt weggehen, dann Ja, dann kriegen die pushen den sie sich. Tower auf jeden Fall. Ne, den Tower kriegen sie noch nicht. Dafür machen sie noch zu wenig Schaden. Naja, du weißt nicht, was noch so Puss. Warte mal, der hat volles Mana. Pisser. Na, wir sollten uns da ein bisschen zurückpushen lassen. Als ob die Minions meine Drohne angreifen. Aber seine Flammentower nicht. Okay, ich hoffe mal, wenn der seine Mana leer ist von Eagle und Scotch, dass meine Ulti ihn dann ziemlich hart flanken wird. Das wäre natürlich ganz praktisch. Ja, also, boah, der geht ziemlich zur Sache. Uiuiuiui. Jetzt ist der eine. Ich gehe jetzt auch mal weg, ne, und kauf mal. Bleib du mal so Ja, lange hier mach das. alleine. Weil das macht jetzt Murdoch. Und wenn ich wieder da bin, musst du mal schnell rausgehen, damit du auch schnell nachkaufen kannst. Klingt gut. Und holen wir uns gleich mal noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Okay, Igor und Scotch geht nicht weg. Schade eigentlich. Nee, nee, braucht er ja nicht. Der war ja erst. Blöd ist halt, dass die linke Seite gerade ziemliche Probleme hat. Level Na 2 und gut, wir 3. haben. Wie haben die. Warte, wie schaffen die das mit Level 2 und 3 da noch zu stehen? Wie viele Tode habt ihr? 2, 2, 2. Wow, jeder außer uns hat jeweils 2 Tode. Echt? Ja, wir sind. Fällt wieder richtig Einer krass. Level 4, einer Level 3 und einer Level 4. Okay, also meine Ulti macht ihn ziemlich gut zu schaffen. Das ist gut zu wissen. Ja. Der hat nämlich kaum noch neben. Ja klar, der wird jetzt aber auch weggehen. Gut. Wir können jetzt auf Cool. Murdoch. Oder willst du Ja, weg? nee. Nee, Lass nee, mal. geh mal zurück, kauf lieber. Ich bleib hier einfach unterm Tower stehen und push rein. Ja, das klingt gut. Beziehungsweise Fuck, ich hab die ich Flash. farm hier einfach durchgehend. Oh, stimmt, die haben schon einen Tower von uns kaputt gemacht. Yep. Wenn ich das richtig sehe. Ja? Ne, haben sie noch nicht, oder? Hallo? Keine Ahnung, ich kann es auf der Map nicht erkennen. Aber es sieht stark danach aus, als hätten sie bereits. Oh, guck mal, Lieutenant Bellic hat schon 4 Kills aus dem gegnerischen Team. Ja, das wird natürlich eklig für dich, vor all dem. Ich habe sowieso nur 392 Mana, 29. Ich gehe natürlich später ein bisschen noch auf Mana. Aber egal. Mal gucken. Hat er gegen Scorch. Ja, Vorsicht, Vorsicht. No, jetzt hat er aber Blut geschmeckt, ey. Das möchte er so wissen. Der will es gerade aber echt ziemlich krass wissen. Ziemlich aggressiver Aber er macht Spielstil. aber nicht wirklich Schaden. Ich hätte schon Grenzen auf jeden Fall. Das Problem ist, sein scheiß Flammenwerfer rüstet unsere Minions ziemlich heftig. Ja klar, meine Vierfähigkeit aber mittlerweile auch und die habe ich halt bis jetzt noch nicht wirklich geskillt. Das muss auch mal sein, die ist Level 1.
Ich glaube eigentlich, dass wir die besseren Karten haben, um ehrlich zu sein. Ja, hier hin, also hier unten auf jeden Fall, aber ich glaube, gegen den Rest können wir schon nichts mehr machen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel Mana verbrauche. Jetzt habe ich nichts mehr. Für meine schöne Ulti. Okay, Iggy ist Mörder geht runtergegangen. weg. Ja, Mörder, was ist eigentlich Mörder? Iggy. Warum Iggy jetzt auch immer weggegangen ist. Gute Frage. Vielleicht versteckt er sich einfach nur, Ja, wartet auf dachte ich. den Ja, Ast. komm. Doch, doch. Nee, warte. Er läuft nach ganz hinten weg. Okay. Hinter Oh uns. fuck. Chimera, fuck. Okay. Er ist nicht gerade schlau. Ich bin raus. Komm lieber hier und nach hinten. Hier sind wir gerade noch safe. Hä, was macht denn der da bitte? Einfach nur Anwesenheit zeigen. Oh, der hat einen Meisterskin, der hat Chimera auf Level 10 gebracht. Der zeigt einfach nur jetzt Präsenz für uns, damit wir defensiver spielen und Murloc reinpushen kann. Links, Hinter dir. links, Chimera. Vor dir. Warte. Sehr gut. Hat er dumm gemacht. Pschuh. Ja. Lol, wieso wurde das gerade bitte bestätigt? Lalalala. Juhu, Level 8. Sind die jetzt gegangen? Nur einer. Wer ist da? Ah, nee, Murdoch. Mann, ey, zieht sich gerade ziemlich in die Länge. Ups. Als ob die schon meinem Inhalt sind. Oh, Oh. fuck. Wo kommt. Ja, ma Ah, ich Mann, bin auch tot. wieso spielt man denn auch so aggressiv, wenn man hinten steht? Ey, ich verstehe es nicht. Wie meinst du das jetzt? Mates. Die können mir nicht erzählen, dass wenn sie defensiv gespielt haben, so krass reingepusht wurden auf zwei Lanes. Ja, stimmt. Na gut, hier haben wir uns auf der linken Lane. Haben die schon mal den Tower zerstört? Ich glaube, wir haben wieder einen AFKler mit dabei, der Grux. Den gucke ich mir auch gerade an. Oh Mann. Warum kriegen die eigentlich immer so ein scheiß Teammate? Ja, gut, gegen verlieren kannst du jetzt nichts sagen, das haben wir nicht gesehen, aber die haben doch schon, das hat man auch auf der Map ein bisschen gesehen, die waren ja ziemlich aggressiv auch unterwegs. Oh. Wer ist denn da eigentlich? Twitter? Ich benötige Hilfe, ja. Ja, geh du mal wieder rechts hin, sonst würden wir auch noch eingepusht werden. Ich bleib mal hier in der Mitte. Ja, ich bin aber gerade links. Ja, dann geh erstmal links hin. Rechts scheißen wir erstmal drauf. Ist gerade keiner. Ich habe hier Rigdor, den kleinen Spukmaten. Und er geht. Okay. Oder er will mich nur locken, keine Ahnung.
Ist mir auch egal, ich gehe jetzt auf jeden Fall zu der anderen Lane. Okay, ich glaube, Rita kommt zur Mitte. Ja, Mitte. Rita ist in der Mitte. Oh. Und Grux macht gar nichts. Na klar, ist Geil. AFK. Kein Bock mehr. Warum auch immer. Ich meine, es hat gerade erst angefangen. Ich kann's halt verstehen, wenn man verliert, dass man keine Lust mehr hat. Aber ich verstehe es halt nicht, dass du dann noch einen anderen das Spiel versaust und rausgehst. Ja. Und das haben wir Ja, gerade Mörder pusht eigentlich jetzt in halt rein. jeder Runde. Weißt du, jetzt gehen die anderen, um wieder um die anderen Lane zu pushen. Und jetzt sind wir hier zu viert. Und ich gehe wieder. Ich gehe jetzt zu Murdoch, den kleinen Schnabberlad ab. Ich gehe über die Lane zu Murdoch. Jetzt muss Murdoch sterben. Nur wegen ihm sind wir beide draufgegangen. Warte, aber du gehst ja auch über die Lane. Dann fighte du ihn und ich gehe jetzt über den Jungle zu ihm. Okay. Können wir den Nee, bestimmt er hat sich catchen. wegteleportet. Scheiße. Das wäre jetzt natürlich sehr genial gewesen, wenn wir ihn so gut hätten catchen können. Gucken wir uns mal so die KD der anderen an. Scheiße, wir liegen richtig zurück. Ja klar, ich bin halt immer noch kein, noch ich bin jetzt einmal gestorben. Na, ich Wegen auch. Chimera, aber ansonsten kann man jetzt echt nicht sagen, dass wir irgendwie scheiße spielen. Meiner Meinung. Nee, wir haben auf jeden Fall gut gespielt bis jetzt. Würde ich meinen. Wir werden sowieso wahrscheinlich gleich angegriffen. Ja, und da kommt schon Murdoch? Murdoch. Wenn Murdoch aggressiv geht, wenn wir aus dem Tower selbst rausfahren, wissen wir, dass einer auf dem Weg ist. Der wird ja nicht gegen zwei Leute aggro gehen. Ja, da kommt schon Rictor. Und raus. Nur so viel mitnehmen wie geht und raus. Ja, das Game haben wir eigentlich schon wieder verloren. Kann man auch aufgeben. Ja. Ich habe mich versteckt, Mama. Ich bin die Beste. Oh fuck. Haben sie Geh dich? jetzt nicht. Ah, die verfolgen mich zum Glück nicht. Ja, die Also sind komme ich über gleich. einen kleinen Umweg wieder. Ein Problem ist, links wird durchgepusht, Mitte wird durchgepusht und rechts wird jetzt auch durchgepusht. Und wir haben Ja, nö, einen dagegen kommen wir nicht an. AFKler, einer ist Level 8. Oh, Alter, wie kann man sowas schaffen? Mal im Na Ernst. gut, ich bin Level 9. Ja, aber trotz, wir beide haben nur doppelte EP bekommen. Mindestens, ja. Mitte wird jetzt Ja, safe genommen. stimmt. Kann ich nichts gegen machen. Ich werde gerade auch richtig hart genommen. Ja, Mitte tau. Also der Inhalt ist jetzt weg in der Mitte. Und ich habe Chimera permanent angegriffen, ne? Okay, krass. Bin jetzt aber auch tot. Weil Oh. Quan kann nichts. Sie hat irgendwie so gefühlt drei Angriffe abbekommen, war fast tot. Oh, das ist immer gut. Ja, was willst du aber auch machen? Kannst ja nichts mehr tun. Vor allem im Nahkampf ist das immer ziemlich genial. Ah, Grux ist da, läuft im Kreis. Toll. Wow. Grux macht immer noch nichts. Doch, hat sich gerade bewegt. Ja, das habe ich gesehen. Also, Nochmal Grux was. werde ich melden. Ich auch. Oh nee. Weißt du, in dem einen Game, ne? Da war das auch so. Und da habe ich einfach die ganze Zeit gejungelt. Da habe ich mir so, fuck you. Ich mache jetzt nichts mehr mit euch, weil ihr mich alle nur in den Tod stürzen lässt. Ich meine, da Lass. sind so fünf Leute, ne? Ja, ist jetzt egal. Da sind so fünf Leute. So, ich gehe mit den anderen dahin. Die gehen alle so zurück. Ich gehe auch zurück, weil es sind alle weg. Und ich bin einfach da alleine.
So Ich möchte läuft noch es das halt eigentlich am eine, ich möchte noch das Anstieg. eine Match erinnern, wo der eine Gegner im Jungle rumgegurkt, einer von uns nur im Jungle rumgegurkt ist. Keine Ahnung. Es gab so viele Scheiß-Matches hier in Paragon. Das häuft sich gerade langsam. Ziemlich eigentlich. Komm, den kriegst du, oder? Nee. Oh, Alter, macht das schon. Ich nehme mal die Verfolgung auf. Vorsicht. Ich halte meine Minions auf. Er wird wahrscheinlich gleich mich mit jemand anderem catchen, aber wir haben das ja eh so safe verloren, da brauche ich nichts machen. Nee, ich kann. Ich gehe mal weg, ich bin schon fast in der gegnerischen Base, weiter follow ich nicht. Was lustig daran ist, irgendwie immer wenn mich einer verfolgt, dann eigentlich komme ich ihm nie. Aber wenn ich andere verfolge, dann kommen die irgendwie immer. Kenn ich. Ich verstehe auch nicht, warum man mich so hart mobben muss. Schange jetzt auch ein bisschen. Ja, ein bisschen Erfahrung und so. Ah. Oh, drei Karten macht. Oh, unser Tower wird angegriffen. Mensch, geil. Ich hole mir noch einen Blue Buff, dann komme ich. Oh, warte mal. Da ist Iggy und Scotch. Ja. Ich muss bei Iggy und Scotchies mobben. Hoffentlich. Oder? Nee, das ist weg. Glaube ich. Ja. Oh, fuck, das ist Victor. Lauf. Ja, ich bin gerade dabei. Okay, der kriegt mich nicht. Juhu, ich bin entkommen. Der. Oh. Ey, die sind ja da alle. Ja klar, Okay, Rux es sind kriegt safe einen drei. Report. Die können das machen, ne? Safe, die können ja einfach durchpushen. Ich krieg ja nicht mal Krass. einen tot, geschweige denn die Minions. Die können mich auch unterm Tower gerade fighten. Also ich bin jetzt mal Krass, ey. ehrlich, so krass gefeedete Gegner habe ich noch nie gesehen. Ja, na dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.